Ja, hallo liebes Publikum. Jeder von euch wird dieses Problem kennen. Ihr bestellt technische Geräte, Kleidung, was auch immer übers Internet, freut euch auf euer Paket, aber dann kommt eine Mail. Hallo Thomas, dein Paket kommt morgen um 14 Uhr. Ja, aber Moment mal, um 14 Uhr, da arbeite ich, da bin ich gar nicht zu Hause. Überhaupt kein Problem, dann schicken wir es dir am übermorgen um 14 Uhr. Ja, aber Moment mal, übermorgen um 14 Uhr arbeite ich auch noch. Ich bin frühestens um 18 Uhr zu Hause. Ich kann es früher nicht annehmen. Also 18 Uhr, das ist mir definitiv zu spät. Dann schicken wir es eben deinen Nachbarn. Ja, aber Moment mal, meine Nachbarn, die arbeiten doch auch. Und selbst Personen, die öfter zu Hause sind, könnten ja auch außer Haus sein. Überhaupt gar kein Problem, dann schicken wir es eben zur Paketfiliale. Ja, aber Moment mal, sie schließen doch um 18 Uhr. Ich kann frühestens um 18 Uhr. Und samstags ist die Schlange riesig vor der Paketfiliale. Das dauert ja ewig. Tja, Pech gehabt. Ja, liebes Publikum, das ist die Paketzustellung der heutigen Zeit. Probleme für uns Endkunden, Probleme, Riesenprobleme für die Paketboten und Paketdienstleister, aber auch Probleme für die Umwelt und für die Städte, die durch eine sehr hohe Verkehrsbelastung leiden. Ein Milliardenmarkt, der in den nächsten Jahren um 200% steigen wird. Und es gibt bis heute keine zukunftsfähigen Lösungen für das Problem. Das soll sich mit Pexit ändern. Pexit, das sind Marcel, mein Bruder Oliver und ich. Und wir gestalten die Paketzustellung von morgen, indem wir private Haushalte und Personen in den Zustellungsprozess auf der letzten Meile integrieren, als private Paketstation integrieren, die gesammelt für ihre Nachbarschaft, für ihre Umgebung, für einen großen Wohnblock beispielsweise, Pakete annehmen können, wo die Nachbarn am Abend auch nach 18 Uhr die Pakete abholen können. Oder der Paketab wird selber auf der letzten Meile aktiv und trägt die Pakete einfach selber aus. Stellen Sie sich einfach mal vor, der Paketbote könnte morgens in sein Auto steigen, wüsste ganz genau, wer auf der Route mit Sicherheit zu Hause ist und wer auch Pakete annehmen würde. Das heißt, er könnte Zeit sparen, er könnte Kosten sparen, das Sendungsvolumen könnte massiv erhöht werden und auch die Endkunden profitieren davon, weil ihr Paket auf jeden Fall in der Nachbarschaft ankommt. Sie können es auch nach 18 Uhr noch abholen oder bekommen es sogar geliefert. Dass dieses System läuft, haben wir bereits erfolgreich durch unseren Prototypen gezeigt, der an mehreren Standorten bereits läuft. Die Paket-Apps erhalten eine Vergütung von uns. Wir werden Geld von den Paketdienstleistern erhalten, denen wir massiv Kosten durch uns sparen. Später könnten wir uns auch vorstellen, die Endkunden mit einzubeziehen, da wir auch einen sehr guten Service bieten, um ihre Pakete zu bekommen. Und wenn auch Sie mit uns die Paketzustellung von morgen gestalten möchten, freuen wir uns sehr auf Sie. Vielen Dank.